Ja, hallo, Michael Kurzo, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute schauen wir uns ein Video an von Günnar Kessler. Günnar Kessler verschenkt sein Buch Geld. Und warum macht er dafür schon wieder Werbung und so weiter? Das schauen wir uns heute an. Das Buch packe ich im ersten Kommentar rein. Da kannst du es dir auch sichern. Ich glaube noch, gratis, nur gegen Portokosten. Also nicht irgendwie 20 Euro oder so. Schau einfach mal, ob das Angebot noch gilt. Erster Link oder erster Kommentar. So, aber nochmal was ganz kurz in eigener Sache. Hast du meinen YouTube-Kanal Smartphone Millionär schon abonniert? Aber dreimal die Woche ein neues Video rund um das Thema, wie man mit einem Handy Geld verdienen kann und so. Und check das einfach mal ab. Hier siehst du auch meine ganzen anderen Kanäle. Und dann, wenn du schon mal abonniert hast, dann auch genau die Glocke. Die Glocke brauchst du natürlich dafür, dass du eine Push-Nachricht bekommst und kein Video mehr verpasst. Sonst bringt sie auch das Abo nicht so viel. So, der liebe Günner, was sagt er uns halt über sein Buch? Er hat 6 Daumen runter, 8 hoch. Aber dafür, dass er das Buch geschrieben hat, was sehr geil ist, gebe ich ihm auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und schauen wir einfach mal, was er jetzt sagt. Wie du Geld übers Internet verdienst. Wir werden alle reich geboren mit einem vollen Konto. Das Wichtigste, was du machen kannst, ist zu gucken, wie kannst du dich selber entwickeln. Hey, du hast meine Werbung schon so oft gesehen und mehr als 250.000 Menschen haben daraufhin schon... Hast du die Werbung hier auch schon mal gesehen? Schaltet Günnar Werbung hier in meinen Videos. Sehr, sehr geil. Also, das Buch kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du mehr über Geld verdienen wissen möchtest und Mindset und Freiheit und so weiter. Sehr geiles Buch. Das Buch bestellt. Du hast... Übrigens, der Günnar hat mir noch kein Exemplar geschickt, einfach mal so gratis, damit ich das mal in die Kamera halten kann. Warum eigentlich nicht? Lieber Günnar, schick mir doch mal noch mal ein Buch. Ist ja noch verzögert und das verstehe ich völlig. Klingt ja auch komisch, wenn da einer erzählt, Geld wäre was Gutes und Geld wäre leicht zu verdienen. Das widerspricht komplett der Lebenserfahrung. Geld ist leicht zu verdienen? Ja, vom Flaschensammler zum Rolex-Eis-Out-Besitzer. Ja. Okay, 5 Jahre habe ich dafür gebraucht, definitiv. Aber ich habe davor auch Geld gespart. Ne? Also 5 Jahre Rolex Eis aus. Und ja, das ist mehr wie ein normaler Mensch irgendwie mit einem kleinen Job im Jahr verdient. Der meisten Menschen weckt oft Unverständnis und vielleicht sogar Aggression. Sobald jemand mehr Geld verdient und viel Freizeit hat und das dann auch noch mit anderen teilen will, denken die meisten sofort, das ist ein Betrüger, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich weiß, was... Aber im Online-Marketing zum Beispiel, ihr wisst gar nicht, wie viel ich auch arbeite, ne? Also ich arbeite ja auch stundenlang dafür. Ich habe Dutzende von Webseiten und, und. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir zugeflogen ist. Ja, die ersten 2000 Euro im Monat, die sind mir relativ schnell zugeflogen. Da hatte ich echt Glück. 2016, 2015 angefangen, 2016 hier am Strand gearbeitet. Warum das so ist? Es gibt in unserem Bildungssystem keinerlei intelligente Finanzbildung. Nicht mal das Grundwissen, was Geld eigentlich ist und welche Arten es gibt, Geld zu verdienen. Oder hattest du das etwa in der Schule? Das Einzige, was das Schulsystem uns beibringt, ist, geh ein Leben lang arbeiten, stecke tief im Hamsterrad fest, tausche ein Leben lang deine wertvolle Lebenszeit gegen Geld. Alternativen wurden da nie beleuchtet. Alles, was wir über Geld wissen, haben wir mehr oder weniger unbewusst von unserem Umfeld, den Menschen um uns oder unseren Eltern übernommen. Doch wenn unsere Eltern und Verwandte ein Leben lang im Hamsterrad steckt haben und weder frei noch reich waren, wie sollten wir dann... Das siehst du auch an reiche Familien. Ich kenne eine reiche Familie, bei uns auch im Ort. Der Opa war schon reich, der hatte eine große Firma, ich will jetzt nicht sagen was, weil dann wissen dann manche Leute, die mich kennen und wissen, wem ich meine. Und der Opa war schon reich. Die haben eine große Firma aufgebaut und so. Und natürlich hat der Sohn das weitergeführt. Und natürlich hat er mit dem Geld sich ein Immobilienimperium aufgebaut. Noch in den 90er Jahren und so, wo das alles noch billiger war und Nuller Jahren und so. Und gefühlt in jeder Straße besitzt er 10 Häuser, da wo ich herkomme. Und irgendwie so jeden Monat hat er neue Häuser gekauft und so weiter über sein Netzwerk, aber auch, weil der Papa hat schon Vermögen gehabt und so weiter. Die Kinder haben alle ein Vermögen. Die Schwester, 2 Schwestern, die haben auch ein Vermögen aufgebaut und so. Und das ist halt so. Und dann hast du andere Familien, da ist die ganze Familie Hartz-IV-Empfänger. Tante, Onkel, Bruder, Vater, Mutter natürlich und so weiter und dies und da. Das ist so.
was du mitbekommst als Wissen und so weiter. Natürlich ist so Vitamin B auch wichtig, ne? So das Notizbuch. Hey, Papa hat gesagt, ich soll mal kurz vorbeikommen. Ah, und dann so, ne, Papa bürgt für mich. Und so. Ja, das ist auch alles dabei, aber irgendwann muss man ja auch mal anfangen, ne? Durchzustarten. Irgendwas anderes von denen lernen können. Und so geht eine Generation nach der nächsten den gleichen Weg. Glaub mir, ich weiß, wie es ist, wenn man von früh bis spät arbeitet und kaum Geld übrig bleibt, am Ende des Monats den Tisch noch zu decken. Hunger ist das, was man sonntags hat, wenn es am Mittwoch das letzte zu essen gab. Ich habe in meinem Leben... Und wie hatte ich war Flaschensammler 2015, auch Ende 2014, glaube ich schon. Und habe mich gefreut, wenn ich dann Flaschen gesammelt habe und habe mir ein Paket Nudeln gekauft. Ich weiß, wie weit man unten sein kann. Und selbst mein, ich war, habe nur ein WG-Zimmer besessen in Berlin. Und selbst das habe ich verloren und habe kein neues gefunden und so. Ich weiß, wie weit man unten ist. Und dann habe ich einfach Gas gegeben. Zeiten hinter mir, die wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Wenn es dich interessiert, wie es mir wirklich ging und wie ich da rauskam, dann findest du die Geschichte auch in meinem Buch. Ich kann ja nur sagen, ich war tiefer als am Boden. Aber das hat mich motiviert. Motiviert zu lernen. Motiviert mir, mein Leben zu ändern. Und ich bin losgezogen und habe über 500 Bücher gelesen, Seminare besucht und gelernt, 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 gelernt. Und das Tolle an unserer Zeit ist, dass heute jeder, egal wo er herkommt, das Wissen der Reichen erlernen und anwenden kann. Das nötige Wissen ist heute verfügbar. Für alle, die danach suchen und offen sind, sich weiterzubilden und sich persönlich weiterzuentwickeln. Und so können auch Menschen wie ich, die arm geboren wurden und teilweise sogar auf der Straße gelebt und gehungert haben, die Denk- und Handlungsweisen der Reichen erlernen und anwenden. Mich? Also auch so. Wer jetzt sagt, früher musstest du echt studieren oder sonst was oder hattest einen großen Mentor und ihr hat dir was beigebracht. Es gibt doch genug Content, allein hier auf diesem Kanal, auf meinem Kanal hier kurz so, in meinen Online-Kursen und so, bringe ich so viel Wissen bei. Und es ist egal, wo du bist. Es gab, in der Geschichte gab es immer dann halt so, hey, du musst es in Florenz sein, hey, du musst es in Berlin sein oder sonst was. Das ist aber egal. Du kannst auf den bekacksten Dorf sein, irgendwo auf der Welt. Und hast nur Internet und einen Computer und kannst lernen und kannst Business machen. Du musst das nicht unbedingt alle, du musst nicht unbedingt nach Berlin oder so. Oder Florenz oder so wie früher. Oder ne? New York oder so, wo dann halt, du musst nach New York und so, wenn du Finanzmakler wirst. Oder einfach auch den Medien und so, nach New York und so. Nein, ist alles vorbei. Das Zeitalter hat sich geändert. Und ja, vor 30 Jahren hätte ich jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht so ein gutes Leben gehabt und kann um die Welt reisen. Und so war alles viel komplizierter, aber. Ich komme vom Niederrhein. Du konntest noch nicht mal nach den Niederlanden fahren oder so. Einfach mal so. Nein, du musstest einen Ausweis haben. Du musstest so ein D-Schild haben, so ein Aufkleber am Auto und. Und hast dann noch Ärger bekommen, wenn du das dann nicht hattest. Und Ausweiskontrolle rein, raus. Und heute fährst du da einfach lang. Heute machst du eine Radtour. Fährst du einfach über die Grenze und alles ist gut. Und keiner spricht dich an. Ja, das ist ein sehr, sehr geiles Zeitalter, wo wir leben. Und deshalb nutze diese Chance. Hat das Ganze sehr erfolgreich und vor allem zeitlich und finanziell frei gemacht. Heute geht es mir fantastisch. Aber ich habe nie vergessen, wo ich herkam. Und ich werde es nie vergessen. Ich weiß, dass es noch viele, viele Menschen gibt, denen es heute so geht wie mir damals. Daher ist es mein Herzenswunsch, ja meine Mission, so vielen Menschen wie möglich den Weg zu zeigen, wie sie sich aus dem Hamsterrad der Jobabhängigkeit lösen und von den Geldsorgen lösen können und ein freies und selbstbestimmtes Leben leben können. Ich habe erst mir selbst geholfen, weiß, dass Geben seliger ist als Nehmen. Deshalb habe ich viel Zeit investiert, ein Buch zu schreiben und eine Menge Geld in die Hand genommen, um es zu drucken und Werbung dafür zu schalten. Und deshalb tauche ich auch immer wieder in deinem Feed auf und gebe dir neue Gründe, dir eins meiner Bücher abzuholen, nur gegen eine kleine Beteiligung an den Versandkosten. Weil ich absolut weiß, dass das, was in dem Buch, das ich da mit dir teile, dein Leben absolut bereichern und verbessern wird. Und ich bin mir so sicher, weil ich inzwischen über 100.000 Rückmeldungen von begeisterten Lesern habe. Von Menschen, die jetzt viel weniger finanzielle Engpässe haben, sondern die haben auch noch mehr Freizeit, mehr Zeit für ihre Kinder. Und das ist doch das, was zählt, dass wir mehr vom Leben haben. Dass wir uns mal was leisten können und Zeit haben für all das, was uns persönlich wichtig ist. Mit dem Wissen über Geld, was es wirklich ist, wie man es verdient und richtig einsetzt, das in diesem Buch steht, wirst du für dich und deine Familie, deine Kinder, für alle möglich. Und deshalb gebe ich keine Ruhe, bis du das Buch bekommen hast. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, solltest du nicht absolut begeistert sein von dem Buch,
und dankbar, es endlich bekommen zu haben, dann erstatte ich dir sogar deine Versandkosten zurück. Und du kannst das Buch behalten. Du hast also absolut keinerlei Risiko. Gib dir selbst die Chance, mit neuem Wissen die Welt und das Geld ganz anders zu sehen. Es wird. Also, sicher dir das Buch, erster Kommentar. Was willst du verlieren? Also, ja, schau dir mal den dicken Wälzer an. Ich kenne den Günner jetzt schon seit, keine Ahnung, 3 Jahren. Also, ich kenne ihn schon früher, aber seit 3 Jahren, ja, sind wir Anführungszeichen befreundet so ein bisschen. Und wir haben uns auf Events gesehen und so weiter. Cooler Typ auf jeden Fall. Dein Leben massiv zum Besseren wenden. Da bin ich mir absolut sicher. Also klick jetzt auf den Link oder den Button unter dem Video und sichere dir dein Exemplar, solange noch welche verfügbar sind. Und ich wünsche dir vom Herzen alles, alles Gute und ein freies Leben. Und ich freue mich drauf, dir das Buch senden zu können. Eine Woche später oder wann auch immer von dir zu erfahren, wie es dein Denken und dein Leben und deine Zukunft positiv verändert. Klick. So, ja, holst du dir das Buch? Schreib mir in den Kommentaren. Ja, holst du dir das Buch und so weiter. Natürlich kriege ich auch eine Provision. Ich mache Affiliate-Marketing, bin ich ehrlich zu dir. Freue mich natürlich auch über die Provision. Mein Name ist Michael Kurzer, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab. Ich bin raus. Ciao.